So, moin. Werte Schrauberfreunde, ich sehe leicht durch den Wind aus, vom Winde verweht, weil ich gerade am Joggen bin. Wir haben ungefähr, ja, ich sehe die Uhr jetzt nicht mehr, aber wir haben ungefähr, ja, so 5:45 morgens, ne? 5.45 Uhr. Ich habe ja gesagt, ich mache jetzt ein bisschen so, mal einmal die Woche, zumindest einmal die Woche, so ein Real Talk Video heißt, wo ihr mich kennenlernt als Person, wo ich über Themen spreche, die vielleicht interessant sind oder die ihr auch fragen könnt und auch schon gefragt wurden. Einfach, dass ihr mich auch kennenlernt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Qualität so passt, ob die gut ist. Ich habe jetzt gerade die Frontkamera, damit ich mich auch sehe. Und ich möchte halt nicht beim Joggen hier mein ganzes Equipment mitnehmen. Also vergib mir, wenn ich ein bisschen so in die Richtung schiele, weil ich mich da halt sehe und die Kamera ist halt hier oben. Ne? Okay, ich habe mir heute ein Thema ausgedacht, weil das auch schon gefragt wurde, wie ich das so alles mache. Und zwar nehmen wir das heutige Thema Arbeitszeitverkürzung. Arbeitszeitverkürzung oder in Teilzeitarbeit oder Altersteilzeit kann man es auch nennen. Trifft jetzt bei mir noch nicht zu, auch wenn die Augenringe anderes vermuten lassen. Aber nee, ich kann es auch kurz erklären, warum ich auch ein bisschen fertiger aussehe. Ich habe bis um 2:30 noch ein Video geschnitten nachts. Und irgendwie konnte ich dann auch nicht pennen. Da dachte ich, komm, machst du gleich durch. Und jetzt war ich noch, also bin ich gerade noch joggen. Deswegen sehe ich wahrscheinlich auch ein bisschen fertiger aus. Aber das wird schon. Ist, also ich erzähle euch keine Scheiße. Ne? Der mir folgt auf Instagram, der hat den Post gerade gesehen. Um 2:30 noch, wo ich das Video hochgeladen habe. Genau, jetzt zurück zum Thema. Also es gibt Teilzeit, Arbeitszeit, Verkürzung. Warum? Weil ich das jetzt seit Mai habe. Wir haben jetzt Juli, habe ich Teilzeit beantragt. Beziehungsweise muss man schon früher beantragen. Habe es jetzt genehmigt bekommen. Und seit Mai bin ich quasi in der Teilzeit. Heißt, ich habe meine Vollzeitarbeitstätigkeit in der Industrie runtergestuft auf 21 Stunden die Woche. Heißt, wenn alles planmäßig läuft, arbeite ich nur bis Mittwoch, einschließlich Mittwoch. Dann habe ich Donnerstag, Freitag, Samstag frei. Frei. Okay, zu dem Thema sage ich gleich was. Habe ich gemacht aus einem Grund. Jetzt, wenn ihr, also ich habe davor auch schon immer Vollzeit gearbeitet oder Schule gemacht, nachgeholt. Ich habe alles nachgeholt. Ich war von der Hauptschule, Ausbildung, Realschule, Abitur oder Fachhochschulreife dann. Also ich habe eigentlich alle Schulgänge durch und da nebenbei auch immer gearbeitet. Dann neben dem Vollzeitjob auch gearbeitet. Also ich weiß, ich muss mich eigentlich nicht rechtfertigen, aber ich sag's trotzdem. Also ich weiß auch, wie es ist, neben einem Vollzeitjob und neben viel Tätigkeiten noch zu arbeiten in der Werkstatt und so, ne? Daheim oder auf dem Boden, in der Garage vor allem. Warum habe ich das gemacht? Das ist ganz einfach. Ich habe ein bisschen nachgedacht. So. Überlegt euch mal, wie viel Zeit ihr für die Arbeit aufbringt. Also für euren Job, den ihr macht. Also jetzt nehmt nicht nur die Arbeitszeit, nehmt auch die Vorbereitungszeit, den Anfahrtsweg, das Essen vorbereiten meinetwegen und alles zusammen. Und wenn ihr das alles nehmt und euch mal hochrechnet, müsst ihr nicht mal auf Jahre, Jahrzehnte machen, könnt ihr schon alleine in der Woche nehmen, dann wird euch auffallen, dass ihr ziemlich viel Zeit in die Arbeit steckt. Okay? Und ich bin immer wieder Menschen begegnet. Ich muss gerade mal schauen, ob da wer kommt. Ah ne, das ist ein Rehe. Richtig cool, da sind auch voll die Rehe unterwegs morgens. Ich habe viele Menschen getroffen und immer wenn ich mit ihnen geredet habe, habe ich gemerkt, dass denen der Job, den sie tun oder ausüben, überhaupt gar keinen Spaß macht. Okay? Und stellt euch mal vor, diese ganze Zeit, die ihr in einen Job packt, der euch keinen Spaß macht und rechnet das dann nochmal hoch, so 40 Jahre, 50, 60 Jahre oder sagen wir 50 bis zur Rente. Das heißt, du hast dein ganzes Leben oder ein sehr hoher Prozentsatz von deinem Leben oder Prozentanteil in eine Firma investiert, in eine Tätigkeit, die dir gar keinen Spaß macht. Und da habe ich so drüber nachgedacht und dachte, das ist eigentlich so richtig dumm. Ich kann es verstehen, wenn du sagst, hey, ich habe eine Familie, ich muss die ernähren, ich brauche das Geld, kein Problem, kann ich alles nachvollziehen. Oder manche sagen auch, hey, ich liebe meinen Job, das, was ich mache, macht mir Spaß. Dann machst du schon alles richtig. Bei mir war es aber nicht so. Ich habe gemerkt, hey, mir macht das Schrauben eigentlich Spaß. Ich habe dann das Abitur und alles nachgeholt, war dann auch kurz eingeschrieben als Student Wirtschaft, Ingenieurwesen, bin aber nur einen Tag dort gewesen,
War dann 3 Semester noch eingeschrieben, einfach damit ich arbeiten konnte in der Industrie als Ferienarbeiter, Ferienjobber. Weil ich da einfach gemerkt habe, schon beim ersten Tag, so hey, wenn ich das jetzt durchziehe, das Studium, wo lande ich dann? In einer Position, in einer guten Position wahrscheinlich, ja, in einer Firma, mache wahrscheinlich gutes Geld, aber ich mache eigentlich nicht das, was mir wirklich Spaß macht. Deswegen bin ich nach dem Tag direkt gegangen, habe gesagt, so, jetzt zieh mal durch, mach mal mein Ding, was mir Spaß macht, bin ich jetzt noch dabei. Und das ist auch der Grund, warum ich die Arbeitszeit jetzt verkürzt habe. Jetzt, durch das, was ich jetzt gemacht habe, habe ich mehr Zeit für das, was mir Spaß macht und kann das nebenbei schön aufbauen. Und es ist gar kein Zufall, dass ich das jetzt hier in diesem Ort erzähle. Seht ihr diese Bänke hier? Letzte Woche sind sie mir aufgefallen beim Vorbeilaufen, weil die sind relativ neu. Also so lange stehen die noch nicht da. Jetzt zoome ich mal hier drauf. Okay, kann ich gerade nicht, dann zeige ich es euch einfach mal so. So, da steht Fischer Group 50 Jahre. Jetzt müsst ihr wissen, Fischer Group, die machen so Edelstahlrohre, Edelstahlprodukte. Dies, das ist eine Firma hier aus der Region, unserem Ort. Ein sehr guter Arbeitgeber. Und so viel ich weiß, ich kenne die Firmengeschichte nicht auswendig, könnt ihr gerne mal checken. Geht einfach mal Firma Fischer Group Aachen ein, da müsste es kommen, oder Fautenbach, wie auch immer. Ja, gibt es einfach mal ein, dann könnt ihr es durchlesen bei der Historie. Aber soweit ich weiß, hat dieser Gründer, also der Inhaber oder der ursprüngliche Gründer, hat ganz klein begonnen in der Garage. Soweit ich weiß, war es eine Garage. So, jetzt 50 Jahre später, weil das war das Jubiläum, stehen hier zwei Bänke. So, die zwei Bänke, die schauen, sieht man das? Ich muss doch hier zoomen können, oder? Nee, kann ich echt nicht. Egal, da hinten seht ihr diese drei Bäume, also zwei näher aneinander und dann einer loser. Ich schneide noch ein Bild mit rein. Aus der Nähe. Also das ist die Halle, auf die man gucken kann. Aber da geht es noch viel weiter. Also da hinten geht es noch weiter hinter den Bäumen. Der Baum ist auch schon wieder neu. Und dahin, das hat auch hier kleiner angefangen. Ich war als Kind noch da hinten Inliner fahren, war eine Parkplatzfläche. Ist jetzt auch komplett Halle. Auf jeden Fall ist da eine riesen Halle. Das ist jetzt die Firma, okay? Also 50 Jahre später ist das die Firma, ist hier ein sehr beliebter Arbeitgeber, weil er gut zahlt, weil, ja, gute Arbeitsbedingungen. Und er hat nicht nur diesen Standort, ist auch noch in den USA, soweit ich weiß. Als ich in L.A. war, war es da in der Nähe irgendwo, haben wir zufällig erfahren. Und es agiert jetzt weltweit und ist ein sehr guter Arbeitgeber und ernährt mit dieser Firma, ernährt er sehr viele Familien, okay? Und das müsst ihr euch mal vor Augen halten. Einer, der klein anfängt in der Garage, hat jetzt nach 50 Jahren zwei Bänke im Wald stehen mit Sicht auf seine riesen Firmengeländen, auf seine Firmenhallen. Versteht ihr? Und ich bin mir sicher, dass sowas nur möglich war, weil er viel Zeit investiert hat. Deshalb habe ich Arbeitszeit verkürzt, weil ich mehr Zeit in meine Firma stecken möchte, in Dinge, die mir ein Herzensanliegen sind, was nicht heißt, dass ich unglücklich bin bei meinem Arbeitgeber. Ich bin zufrieden, das passt alles. Ich muss noch eine Sache ändern, die stört mich noch ein bisschen, werde ich auch noch mitbekommen, aber wenn ich das geschafft habe, dann bin ich echt zufrieden. Das ist ein Segen für mich. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Ich bin da versichert, kriege da auch gutes Geld, ist alles cool. Bin echt zufrieden, verstehe mich nicht falsch. Ich möchte, dass das Ding, diese Werkstatt und dieses ganze Schrauben, dass es groß wird und mein Ziel ist es, dann kriegt ihr das auch mal mit. Die mich kennen, wissen das eigentlich. Mein Ziel ist es, in arme Regionen zu gehen. Heißt schon in Ghettos und Slums. Und dort mit ein bisschen Spendengelder und auch eigenes Geld und einfach das Know-how, kleine Werkstätten zu gründen. Weil im Ausland braucht man da nicht viel Geld dafür. Und ich weiß, was möglich ist in einer Garage. Okay? Ich weiß, was möglich ist in einer Garage. Und wenn ich da eine Doppelgarage zusammenkriege, und die kriegt man für wenig Geld, ja, die möchte ich dann verwenden, dann Sponsoren sammeln und dann möchte ich Kids von der Straße holen und die ausbilden und denen einfach damit eine Perspektive geben und quasi, da gibt es diesen Spruch, gib einem Mann einen Fisch, dann gibst du ihm zu essen, gibst du ihm die Angel, dann hast du ihm sein Leben gerettet. Heißt, ich möchte ihnen das Know-how und die Fähigkeit geben, sich selbst zu versorgen, damit sie nicht auf die schiefe Bahn kommen, damit sie nicht Prostitution oder Drogenhandel, irgend so einen Scheiß machen, sondern dass sie wirklich merken, hey, ich kann was, ich kann Dinge reparieren und gerade in ärmeren Regionen, da gibt es halt auch Baumaschinen und
landwirtschaftliche Fahrzeuge, die halt repariert werden müssen, damit die Äcker bestellt werden können und alles, ne? Und das ist so meine Vision. Da geht's hin. Und daran möchte ich arbeiten. Deswegen habe ich Arbeitszeitverkürzungen gemacht, weil ich das Ganze aufbauen will. Okay? Und die Hauptbase soll quasi in Deutschland sein und auch als Ausbildungszentrum dienen mal. So. Ist der grobe Plan. Wie das alles im Detail kommen wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich Bock drauf habe. Okay. Gut. Ich glaube, das war's schon. Ja, wir haben schon 10 Minuten. So ein Real Talk Ding. Heute mal zum Thema Arbeitszeitverkürzung, warum ich das gemacht habe, warum ich es euch empfehle und was daraus werden kann. Okay? Ich hoffe, das war euch nicht zu viel rumgewackelt. Ich renne jetzt mal weiter und guck mal, vielleicht hau mir noch kurz aufs Ohr. Irgendwann muss ich ja müde werden. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt im Bereich Real Talk, heißt persönliche Dinge, dann schreibt die einfach unter dem Video mit Hashtag Real Talk davor und dann eure Frage, okay? Gut, ich renne jetzt mal weiter. Ich hoffe, das Gewackel war nicht zu viel. Aber es sollte eigentlich passen. Hoffe ich doch. Haut rein, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Also, das kann daraus werden. Und heute ist ein Segen für viele, viele Familien. Alles, was man hat, ganz geil bekommen, ne? Also, Shoutout an Fischer Group. Weiter geht's.